Hallo, hallo. Heute komme ich wieder in einer ganz neuen Box. Und zwar ist das die Pep-Box. Und so wie ich weiß, kommt die aus, ja, aus der UK. Und das ist die erste Box jetzt in meinem Abonnement. Und so kam sie, also ein bisschen nicht so toll aussehend. Aber es ist auch nicht so schwer. Also. Aber ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was da drin ist. Also das soll normalerweise auch mit, wie heißt, mit Make-up und glaube ich Skincare. Ne? Okay, jetzt muss ich erstmal schauen, wie man das aufmacht. Okay, so sieht es innen drin aus. Aber wieder ein Hannes. Okay, mal gucken, was da rauskommt zuerst. Okay, das heißt von London. Was ist das denn? Oh, ein Gel Eyeliner? Okay, das ist schon interessant. Gel Eyeliner. In einem kleinen Glas oder so? Oder Plastiktopf, ja. Okay. Und natürlich ist das in Schwarz. Ah, oh, das ist zu, okay. Aber ihr seht ja. Okay, ich weiß nicht, ob die Preise dabei stehen oder nicht. Dann muss ich an die Webseite gehen und schaue, dass ich die. Die Dings finde, die Produkte und dass die Box das auch wert ist. Okay, dann lassen wir die ganze Sache ausmachen hier. Okay, nächstes. Oh, das ist oh, ein Real Calm, also wirklich ruhig. Oh, das ist Lavendel drin, Patchouli und Bergamot. Okay, oh. Ich liebe Lavendel. Oh. Warum rieche ich das? Okay, ja, es riecht auf jeden Fall nach Lavendel. Super. Okay, was ist da noch drin? Oh, was ist das? Und von wem kommt das? Tisserand oder sowas heißt das? Die Firma. Und das ist von. Hey, wie heißt das? Oh, Fix and Rouge. Die sind sehr, sehr, sehr teuer. Und das ist ein Pore Detox Revival Serum. Also das ist ein Serum. Okay, es regeneriert, heißt es. Auch, das stimmt. Ja, da ist auch, ne, auch ein Dings drin. Okay, da muss jetzt Anschluss mit einziehen. Okay, das sind das. Okay, das ist mal noch ein kleines Pröbchen. Und dann hat man einen Schlaftee. Okay. Oh. Oh, gut. Die haben die Preise drauf. Super. Okay, das ein was noch mal ein kleines Serum. Oh, da ist nochmal was drin. Okay. So, dann kriegt man fünf Sachen. Okay, das ist auch Gesichtsöl. Was ist das? Ist, oh, wenn ich das lesen könnte. Naja, ich sehe es ja noch auf dem Prospekt. Da ist auch Lavendel, Bergamot. Okay, ist auch Lavendel drin. Super. Etwa. Ein bisschen auf die Hand drauf. Okay. Ja, gut. Sehr schön. Ich mag so Serums und so Gel und so. Und dann haben wir noch Turmeric. Wie sagt man in Deutsch? Auch Turmeric? Weiß gar nicht. Das ist von Urban Vida. Und was ist das? Skin Tone. Okay, Facial Polish. Okay, das ist also auch wieder zum die alte Haut wegzumachen. Okay, das sieht man ein bisschen. Okay. Gerade ein bisschen drum sind. Oh ja, ganz, ganz feine kleine Perlen. Okay, das ist gut so. Ich glaube, das war's für die Pink Box. Ja. Jetzt gucken wir mal nach, was alles kostet. Hä? Okay. Also sie zählen 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Das ist nicht schlecht. Okay. Jetzt gehen wir also. Das Face Oil. Das ist von Lucky Cloud. Ist das? Oh. Ach, da unten steht es. Okay, Lucky Cloud. Und das sind, das kleine Ding kostet 10 und das ist jetzt in Pfund, also kostet ein bisschen mehr und ich tue es immer umrechnen. Was ist als nächstes? Ultimate Gel Eyeliner, das war das und der kostet 6,95 und das von eben von London. Copyright, okay, dann Fix and Rouge. Renew and Refine Pore Serum.
Aha, das kleine Ding kostet 35 Euro. Pfund. Oh, wow. Okay, dann haben wir das da, ja. Okay, gut, das kleine, es geht 2,50. Ja, gut. Braucht man nicht sehr viel. Und dann haben wir noch, was war es jetzt noch? Ah ja, das Spray. Das kostet 10,20. Also alles im Pfund. Und ich schreibe, der Wert, das immer, immer fällt mir was runter. Okay, ich schreibe dann der Wert der Box noch an den Bildschirm. Und ja, das war's heute für die Pip-Box. Mal gucken, wie sie sich so machen soll über die nächsten Monate, was ich bekomme und ob ich dann sie behalte oder nicht. Okay, ich habe noch zwei andere Videos. Eines werde ich in Englisch, glaube ich, machen und eines in Deutsch. So, ja, ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.